Hallo und herzlich willkommen, ich bin Basti oder auch Modern Consumer und das ist mein erstes Video zu Planet Zoo. Ich möchte mir das Spiel mit euch mal heute gemeinsam anschauen. Ich habe sonst immer bei mir auf meinem Kanal Planet Coaster gezeigt, das ist auch von den Machern von Frontier. Die haben ja auch dieses Jurassic World Evolution gemacht, das habe ich auch mal auf meinem Kanal gezeigt. Und ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich mir das Spiel hole und dank eines Abonnenten, und zwar diesem Abonnenten hier von mir, Benny Halle, der hat mir das Spiel jetzt einfach geschenkt und sagt, jetzt spiel das und ich schenke dir das. Und da habe ich gesagt, ja, vielen Dank erstmal an Benny und ich möchte euch jetzt mal zeigen, ob ich damit Spaß habe oder nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das schon ein gutes Spiel wird. Allein wenn ich wieder diese Musik hier höre im Menü, das ist wie bei Planet Coaster, der Soundtrack. Der stimmt schon mal perfekt auf das Feeling vom Zoo bauen Tycoon ein hier. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe schon überlegt, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt komplett einfach als Let's Play hier zeige, die Folge, oder ob ich einfach Highlights euch dann am Ende zeige. Ich will jetzt einfach mal die ersten Schritte hier machen. Ich habe da schon einmal kurz reingeschaut und ja, mach das jetzt mit euch jetzt nochmal zusammen, hoffentlich von vorne los. Mein System müsste in der Videobeschreibung drinstehen, falls euch interessiert, was ich für einen PC habe. Das Spiel gibt es meiner Meinung nach nur auf dem PC und ich glaube auch nicht, dass es für die Konsolen rauskommt. Das sind hier aktuell meine Grafikeinstellungen, damit ihr das auch seht. Eigentlich alles auf Hoch, Ultra und so weiter und so fort. Gibt es sonst noch was zu sagen? Wenn irgendwas ist, schreibt mir einfach Fragen in die Kommentare rein und dann versuche ich das im nächsten oder übernächsten Video euch drauf einzugehen. Goodwin House, wir fangen mal an. Heimschule im Anwesen. Wurde renoviert und umbenannt nach dem... Ich fange einfach mal an. So, da geht's ab in den Park rein und die Grafik kenne ich ja von Planet Coaster. Die sieht echt richtig schön geschmeidig aus. Mit Sprachausgabe. Endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard. Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Wow, ey, das sieht echt cool aus. Ach, ja. Ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Bevor ich bin dabei. Mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Wie man in ihm herumfliegt. Ja. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Also die Steuerung ist wie in Planet Coaster exakt das gleiche. Mit WASD gehe ich hier rum, mit dem Mausrad gedrückt, kann ich hier wie immer die Kamera so drehen. Und warte mal, wenn ich jetzt T drücke, kann ich, wenn ich T drücke, hier so rumfliegen wie auch in Planet Coaster? Ich glaube, doch, das geht auch irgendwie, aber es ist ein bisschen anders. Ich bleibe immer auf der Höhe und kann hier mit Q und E immer noch dann hoch und runter gehen. Ich soll ja jetzt da rechts hin, aber ich will mal gerade so drüber gucken, was hier los ist. Die Grafik ist echt schnuckelig, also die Gäste, die Zuschauer sehen noch genauso aus wie in Planet Coaster, da haben sie nichts anders gemacht. Vielleicht das ein oder andere an Klamotten mehr. Gut, aber ich gehe mal dahin, wo ich hingehen soll, und zwar hier in das Gehege, finde das Gehege der Tierart Grizzlybär. Dann, also das kriege ich ja noch hin hier, ne, das kriegen wir noch hin. Gucken wir mal hier an von außen. Schön. Wusstest so du, dass der Winterschlaf von Grizzlybären, auch Ursus Arctos Horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Aber man kann ja richtig was lernen hier. Wähle so, jetzt klicken wir den mal an. Aus und das Infofenster öffnet sich. Kamera! Da haben wir auf ihn. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Ah, warte mal, das testen wir mal gerade. Klick, klick. Okay, ah, super. Wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf oder der anderen Seite des die Zoos Kamera ansehen. Hier. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Wie die Achterbahn, die man verfolgt im Planet Coaster. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön flauschig aus, der Junge. Das ist auf jeden Fall ein Gehege, wo ich nicht so gerne reinstürzen möchte. Da wäre ich schneller über eine Wand als bei der Bundeswehr damals, über die Eskalatierwand oder wie das Ding hieß. Wir wollen jetzt keine Rektalvisite machen. Gehen wir mal zum nächsten Nest. Oh, hier fährt sogar eine Tuff-Tuff-Bahn rum, die muss ich mir doch mal anschauen gerade. Kamera! Das ist, ja, achso, 4 Leute sind mit drin. Süß. Haben sie ein paar Leute mitgenommen. Sieht man eigentlich, wie viele Gäste hier sind? Ist das die Anzahl? Weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gut, wir gehen mal da hinten hin.
Zachari. Was haben wir denn hier? Der Pantera Leo Leo oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen, was es da zu tun gibt. Ja, ja. Wir gehen gleich zu einem leeren Gehege. Guck mal hier. Aber die sind halt echt extrem. Oh, da Tür auf. Oh, oh, da kann aber der Löwe mit raus, wenn er mal will, ne? ja, aber die ist noch ganz zahm hier am Rumlaufen. Aber die sind schon extrem auf dem Präsentierteller, ne? Mit so einer Glaswand. Ja, aber das ist halt hier in Planet Zoo so wahrscheinlich. Für die Tiere ist das bestimmt nicht so das Schönste. Aber die sind ja richtig schön gemacht. Näher ran kann ich nicht. Ah, krass. Also ein bisschen Fell sieht man hier. Von hier sieht es glatt aus, aber wo ist denn eigentlich der King of the Lion? Oben auf dem Felsen. Simba am Hochhalten. Wie geht das Lied nochmal? Der ewige Kreis. Das Lied müsste man jetzt eigentlich hier einblenden, aber das werde ich aus urheberrechtlichen Gründen nicht machen. So. Kann es wirklich Liebe sein? sehr schön. Tolles Musical auch in Hamburg. Ja, da kann man erstmal wahrscheinlich ewig zugucken, was sie hier machen. Aber ich kann mir gerade vorstellen, was er hier macht. Ja, da hinten kommt was raus. Das ist kein Bild, was man von einem Löwen sehen will, dieses prächtige Tier. Gut, was soll ich jetzt machen? Ich habe gerade nicht mehr aufgepasst. Ich gucke einfach mal von draußen, wo ich hin soll. Ah, da. Und, so, was soll ich denn jetzt hier machen? Das ist ein netter Bereich für Tiere, aber etwas fehlt noch. Naja, zwei etwas, um genau zu sein. Warzenschweine. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um dann machen wir das mal. Müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Tierhandel. Ich muss auch noch sagen dazu, ich habe mir noch nichts von dem Spiel angeschaut vorher, so an Videos großartig, außer Trailer. Im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte gelehrt. Ah, das ist ja schön. Wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. So, wie geht das jetzt? Wartest auf den Handel, wartet im Handelszentrum? Okay, dann nehmen wir den auch auf. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch in der Tieraufbewahrung platziert. Wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Wartet im Handelszentrum. Das ist nur ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? So, ich jetzt klicke hier um das Gegenstand. An Zoo senden. Und jetzt? Ich habe jetzt einfach da reingeklickt. Ich habe keine Ahnung, Lehrer Markt, was muss ich jetzt machen? Was muss ich machen? Alle auswählen. Deine gelagerten Tiere. Ja. Ich will sie einfach reinziehen. Wie geht das jetzt? Ah, da kommt einer mit einer Kiste. Da kommt eine Kiste. Eine Kiste fliegt hier rein. Sie wird groß. Sie ist weg. Und da haben wir ein Warzenschwein. Timon und Pumba. Ja, der Lion King Park hier, oder was? Kommt die andere Kiste auch noch, oder habe ich das irgendwie verpasst? Mal gucken. Kommt da noch eine Kiste irgendwie? Wie ging das hier nochmal? Tierhandel. Ich habe jetzt erst eins da. Wir brauchen noch Gesellschaft. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Da muss ich hin. Ich hab doch... Wo ist er denn? Es waren noch zwei. Ach, da kommt die Kiste an. Jetzt kommt er hier. Gesellschaft kommt. Guck doch. Guck doch da hinten. Da. Da. Freunde. Familie. Ja, 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 da. Ja. Nein, links. Das andere links muss eine Frau sein hier. So, sagen Sie sich jetzt Hallo oder was ist da los? Was ist denn das hier überhaupt wirklich jetzt mal so gesehen? Subira. Hungrig, durstig. Warzenschwein. Weiblich, da steht's. Und hier haben wir den Ogbonna.
Das ist der männliche. Kann man den auch umnennen? Wo geht das hier? Da. Timon und Pumba, ne? Aber das muss dann Pumba sein. So, also Wohlbefinden ist noch nicht ganz so gut. Die Lebensqualität ist auch noch nicht ganz so gut. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. So, hier kommt auf jeden Fall einer. Und der bringt jetzt Futter. Aha. Also ist irgendwie alles schon hier, da ist schon für alles gesorgt. Und jetzt, die haben ja beide Hunger. Und oh, da geht's aber ganz schnell hier hin jetzt zum Futter. Kommt der auch angerannt? Oh, da guckt er erstmal so von da hinten. Die Leute haben was zu gucken. Also hier passiert auf jeden Fall was im Gehege. Das ist ja schon mal gut. Aber was muss ich jetzt machen? Ist die Frage. Oh. Die ganzen Voyeure hier. Ah, süß, der Junge. Sie guckt ihre Fingernägel an und da, hier, guck doch mal ins Gehege, Madame. Die interessiert das nicht. Die interessiert das nicht, die holt gleich noch ihr Handy raus. Oder was auch immer das da für ein Move gerade war. Jetzt habe ich auch gefunden, was ich machen soll hier. Meine Ziele. Ja, also, meine Tiere haben kein Wohlbefinden. Das ist schnell, schnell. Eine Trinkstelle platzieren. Dehydriert. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle. Ja. Und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Okay. Füllen wir den doch hinzu. Und ja. Eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Dann los. Wo geht das? Ich habe noch keine Ahnung. Gehege? Oh, errichte eine Futterstelle. Futter und Wasser. Futterstellen. Klein. Wasserstelle. Machen wir mal hier vorne hin. So. Hier hin. Und eine Futterstelle, die machen wir hier hin. So. Tiere brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Schlammbad. Herrlich. Kann man auch noch ein bisschen drehen, wenn man lustig ist. Hoch und runter, ja, schön. Schlammbad ist super. Nehmen wir einfach mal hier so hier hinten hin, ne? Hier so rein. Ah, perfekt. Du bist ein Naturtalent. Ah, danke. Unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg. Deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Ah, der macht jetzt auch. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Sehr gut. Also hier geht's jetzt voran. Ich muss auch viel lernen. Finde den markierten Bereich. So, das heißt, die Mitarbeiter, die sind echt fleißig, machen hier den Mist weg, flump. Und jetzt muss halt nur noch alles aufgefüllt werden. Aber bevor die Tiere dehydrieren, jetzt geht er erstmal hin, ist der auch hier unterernährt praktisch. Wohlbefinden ist aber immer noch nicht gut, ne? Das ist ja sehr schade. Schlammbad! Yeah, jetzt geht's ab. So, da wird getrunken. Und hier, hallo Schlammbad? Ja, komm, mach. Mach. Er macht noch nicht richtig so. Und der ist jetzt endlich schon mal hier. Ah, die Lebensqualität geht jetzt, die geht jetzt hoch. Ja, also bei mir wäre das auch direkt, also es ist ja Wacken. Wacken live. Also das Wohlbefinden muss doch jetzt mal hochgehen hier bei dem. Ja, dazu gehört wahrscheinlich auch noch Ernährung und das andere hier. Aber alles mit der Zeit. So, jetzt gucken wir mal an, wie der hier trinkt. Ah, siehst du, zack, jetzt bin ich auch zufrieden. Jetzt kann ich auch weggehen. Zum nächsten Bereich, da hinten. Ja, ich bin da. Und zu. Gut gemacht. Jetzt kann keiner reingucken. Ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin Tiere platzieren kannst. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können. Ja. Zumindest das Wasser. Ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Dann sollten wir hier hinten mal Gehege bearbeiten.
Glas. Erledigt. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Also, wir leben am Ende von Spenden. Aber ich will eigentlich jetzt hier noch ein Glas reinmachen, ne? Warum ging das jetzt eben? Und jetzt nicht mehr? Platziere eine Spendebüchse. Wahrscheinlich kann ich jetzt erstmal nur das machen. So, ich soll ja diese Spendenbüchse platzieren. Keine Ahnung, wahrscheinlich konnte ich jetzt erstmal noch nichts anderes machen. Es ist ja alles hier noch Tutorial. Ja, so, dann sollten wir jetzt mal ein paar Strauße holen. Wo geht denn das? Hier, nimm ein paar Strauße. Wir gehen wieder in den Tierhandel. Oh, welche nehmen wir denn jetzt? Der hier wird sehr alt. Der ist hier ein Preisträger, ne? Super Ding. Ich nehme den einfach mal. 3 Stunden Zeit oder was? Was heißt das hier? Der ist super. Der sieht wahrscheinlich total toll aus. Und wir nehmen einen. Wir haben ja Geld. Wir haben die Kohle. Wie viel soll ich denn holen? Hol einfach mal 3. So. Von hier muss das doch kommen dann. Tierhandelszentrum. Da gehen jetzt welche hin? Oder auch nicht. Angekommen. Ja, ein neues Tier ist angekommen. So, er ist jetzt der Mann. Nee, er ist es nicht. Oder passiert hier schon was? Nicht, dass ich das voll verpasse. Da sind sie ja schon. Ach, fuck. Ich hab's doch verpasst. Also, hier ist einer, ist schon angekommen. So, wo kommen die Kisten? Die müssen ja eigentlich alle von hier hinten kommen. Hier ist das Tierhandelszentrum. Ich will jetzt sehen, dass der hier die Kiste abholt und sie uns bringt. Nee. Irgendwas passiert irgendwo anders. Wir kriegen es nicht mit. Okay, also ich habe mich jetzt... ich habe es jetzt voll verpeilt. Jetzt sag jetzt nicht, dass hier schon 3 Strauße drin sind. Was machen die denn hier den ganzen Tag? Was ist gerade eigentlich meine Aufgabe? Ziele. Nimm 4 neue Exemplare der Tierart. Ach, 4 soll ich doch nehmen. Shit. Ich hab's verpeilt. Ich habe es verpeilt. Ungültiger Zielort. Und zack. Aber irgendwas passiert. Jetzt ist einer weg da. Da! Er beeilt sich. Er läuft, er eilt. Es sind nur noch 2 da und er rennt mit dem Tier in der Hand rum. Es ist ein bisschen wackelig in der Kiste. Es rappelt im Karton praktisch. Was ist denn das hier, diese Wegfindung? Ich will ihn auch anklicken. So, also er beeilt sich. Er bringt den neuesten Strauß. Straußeneier, Straußensteak, was auch immer. Das habe ich nicht gesagt. Habe ich auch noch nie gegessen. Ist auch nicht so mein Ding. Hoppala! Ui, Kiste groß. Und da haben wir das Exemplar. Super! Also, jetzt fehlen nur noch 2. Da haben wir den Strauß. Richtig schnelle Tiere und auch wieder so ein schönes Fell hier. Nicht den Sand in den Kopf stecken, ne? So, ein paar Körner sind immer gut. Boah, ich will nicht vor so einem Strauß stehen. Irgendwie, die sind echt riesig. Erinnere mich auch so, da denke ich immer an so, ui, Fußball! Ja, da war es schon, die Rennstrecke ist vorbei. Erinnere mich auch mal ein bisschen so an Jurassic Park. Strauße, finde ich. Da gibt es ja auch so ähnliche Tiere. Gut, jetzt muss doch hier noch ein zweiter sein. Wo ist der? Das Geräusch war auch Jurassic Park. Ich sag's euch. Ich muss, glaube ich, hier nochmal auf Verschieben drücken. Also ich muss noch viel lernen. Ja. So, Futterspender langsam. Was ist das da für einer? Was war das denn hier für ein Mensch? Ah, auch irgendwas vom Park. Und da kommt der nächste. So, dann machen wir nochmal Wasser hier hin. Zack. Und ein Wassertrog klein. Ich weiß jetzt nicht, was für was hier gut ist. Aber auf jeden Fall werde ich das Ding hier so hinmachen, dass die Leute was zu sehen bekommen. So. Ja, irgendwas habe ich geschafft. Also ich war aber auch nicht gut anscheinend. Bronzeziele. Ah ne, das Silber kommt noch. Okay, ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Also ich stelle mich so ein bisschen an hier, ne? Kilometer schnell laufen können. Hoffentlich reißen die nie aus. Wenn die geblitzt werden, die Bußgelder würden uns ruinieren.
Moop! Moopy! Also ich habe keine Ahnung, warum die jetzt hier rumstreiken. So, Aktivisten sind entzürnt über den schlechten Zustand einiger deiner Tiere. Kümmere dich besser um die Tiere und die Aktivitäten werden wieder gehen. Aktivisten werden wieder gehen. Also die sind auf jeden Fall in Sorge um unsere Strauße Tiere, gegen demonstriert wird. Gegen die demonstriert wird. Also ich glaube eher Tiere, wegen denen demonstriert wird, ne? Ich muss mal gerade hier gucken, was ist denn hier? Hätte ich hier noch was anderes bauen können? Das ist auf jeden Fall vorbei. Das muss ich irgendwann später machen. Jetzt bin ich bei den Silberaufgaben. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, ja, okay. Den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Also wenn ich aufs Klo gehe, dann sage ich gerne auch mal, ich gehe mal für kleine Königstiger. Und jetzt, jetzt werden wir die Königstiger hier mal höchstpersönlich reinbringen. Gehege von Grund auf errichten, aus Beton und Glas. Okay. Ich an die Arbeit und baue es. Also mein erstes Gehege. Ja, also natürlich mit Sicht auch bebauen. Ich fange einfach mal hier hinten an und mache jetzt erstmal so ein bisschen so hier so ein bisschen klein. Ja, aber ich will hier noch Glas reinmachen, ne? Das müssen wir auch machen. Nun hast du den gesamten Gehegeumriss markiert, okay. Und kannst die Höhe der Barriere verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Auf wie viel? 3,70 Meter. 3,7 Meter ein. Ui, das ist aber ordentlich. Oh, 3,71 Meter. Wenn das Gehege jetzt fertig ist, können wir Spendenbüchsen in der Nähe der Aussichtspunkte aufstellen. Nein, das Gehege ist noch nicht fertig. Weiterbauen. Also so richtig, das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum kann ich das nicht einfach anklicken und das hier und sagen, ich möchte jetzt hier die Wand oder die Wand haben. Ich muss jetzt erstmal hier wieder was anderes machen und das geht wohl anders nicht. Keine Ahnung. Gehege, Natur, Einrichtung. So, ich mache hier schon mal was hin. Ja. Also, das ist nicht ganz so, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Naja, nimm 2 neue Exemplare der Tierart Königstiger auf. Dann werden wir das mal machen. Oh, die kosten aber ein paar Taler mehr. Die werden aber von keinem Gast gesehen am Ende. So ist das dann nun mal. So, dann spule ich jetzt mal vor und irgendwann tauchen die hier auf. Ne? Ach, die sind schon drin? Ach so, der erste ist schon wieder drin. So, nicht wundern, ich melde mich gerade aus dem Off quasi. Ich bin am Videoschneiden und merke, das Video ist doch ganz schön ausgeartet. Und da ist nicht viel zusammenzuschneiden. Ich habe so ein paar Cuts reingemacht bis jetzt, wie ihr seht. Und jetzt baue ich hier dieses Gehege für die Königstiger weiter aus. Und das machen wir mit ein bisschen höher, erhöhtem Tempo. Sonst artet das Video echt in 2 Stunden am Ende aus, obwohl ich nur 1,5 Stunden aufgenommen habe. Nee, aber es ist einfach sonst wirklich viel zu lang, finde ich. Trotzdem bin ich gespannt, wie es bei euch ankommt. Und ich lerne jetzt hier gerade zum ersten Mal im Hintergrund, wie ihr seht, auch, wie man so ein Gehege dann ausbaut und an das Tier anpasst. Also das Tutorial geht da schon wirklich ganz gut lang und auch das mit diesen Glasscheiben. Das Thema war echt leidig, muss ich sagen. Das wird alles, denke ich mal, an dem Tutorial liegen, dass das nicht freigeschaltet ist. Ich habe die Glasscheiben nicht gemacht und dann sollte ich die Wand hoch machen. So, das heißt, ich habe die Wand hoch gemacht und dann konnte ich die Glasscheiben nicht mehr machen und habe diesen Schritt quasi verpasst. Und ich weiß auch nicht, ob ich das noch irgendwie dann später hier ändern kann. Aber ja, mir ist im Nachhinein so einiges bewusst geworden. Und ich habe noch viel zu lernen, aber es macht auch viel Spaß. Hier wollte ich das Wasser gerade hoch machen. Und jetzt sehe ich da so rechts diese Balken und verstehe nicht so richtig, ja, wollen die jetzt mehr Gras oder was? Ich muss aber einfach nur auf den Balken draufgehen, dann sehe ich, ach, die wollen weniger hohes Gras und mehr Matsch und hin und her. Also das ist echt ein guter Lerneffekt auf jeden Fall für mich hier gewesen. Eigentlich müsste er eher da. Naja, gut, aber hier mache ich jetzt so ein bisschen so einen Weg hin. Ja, so ein Speedbuilding hier an der Stelle. Aber jetzt sieht man auch, rechts sind alle Sachen grün geworden. Und der Tiger hier fühlt sich langsam wohler. Aber es fehlt noch so ein bisschen was an Fauna. Also ich. Das ist wirklich so der wichtigste Schritt in dem ganzen Tutorial für mich gewesen, wo ich jetzt hier mal ein bisschen frei bauen konnte. Und ja. Jetzt merke ich hier so, ja, das weg oder nicht weg und das muss weg und jetzt brauchen wir hier ein bisschen Filter. Jetzt muss ich eine bestimmte Pflanzenart suchen. Da steht ja rechts, sind diese Symbole, was man für den Tiger, also was der gerne bräuchte und dann mache ich das jetzt da rein. Also
Es ist schon alles sehr logisch aufgebaut und ich hätte echt nicht gedacht, dass in Planet Zoo so viele Möglichkeiten sind am Ende, wie man das Ganze hier alles so gestalten kann. Und managementmäßig, da ist extrem viel dahinter. Ich freue mich drauf. Wir machen jetzt auch hier an der Stelle einen Cut von dem Video und ich mache den zweiten Teil, den ich weiter noch aufgenommen habe, quasi als neues Video. Das kommt dann in der nächsten Woche irgendwann oder vielleicht schon am Montag. Mal gucken, wann ich das schaffe. Und ja, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Gebt mir gerne Feedback und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Spiel schon habt. Macht's euch Spaß? Habt ihr ein paar Tipps oder sonst was? Und was wollt ihr gerne bei mir sehen, was ich mache? Soll ich einen Park vom Grund aufbauen oder erstmal hier so diese Tutorials und so weiter und so fort weiter durchmachen? Und dann könnte man das ja einfach auch aufnehmen und jetzt in doppelter, dreifacher Geschwindigkeit, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, euch zeigen. Also gerne Feedback her. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das erste Video zu Planet Zoo. Und keine Angst an alle, die meine Planet Coaster Videos sehen wollen. Das geht natürlich auch weiter. Ich will jetzt aber mal bei beiden, ich muss mal so gucken, worauf ich Bock habe, das wird jetzt kommen erstmal. Aber ich werde nichts liegen lassen. Planet Coaster geht definitiv weiter. Planet Zoo, mal schauen, wie es halt ankommt bei euch. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, falls ihr dranbleiben wollt. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut. Bis dahin, ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.